BioWare Given mal wieder auf Flitzilogi. Wir haben es auf Flitzilogi noch nie reagiert. Wir haben die Live-Premiere sogar. Ja. Was ich hoffe, ist okay. Ich lasse. Bisschen was im Nervflotte nicht mehr. Ja, über 200 Stunden Spielzeit zusammengefasst. Rise of Knights und Boom. Okay. Er hat mich darum gebeten, dass ich darauf reagiere. Ich mach. Damit weiter geht's. Hier ist einiges passiert. Ragu hat einfach. Doch stopp, bevor wir hier weitermachen, sollten wir erstmal 3 Wochen zurückspringen und zwar zum Start des Projekts. Oh mein Gott, okay, das ist krass. Damit, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Rise of Knights. Wie viel Skin hat der Lego gehabt, hey? Oha, aber krass gemacht. Er hat es mit Grünzügen gemacht. Bei mir geht's leider nicht, weil. Ja. Er funktioniert jetzt nicht so richtig. Deshalb würde ich einfach sagen, wir fangen ohne die an. Und deshalb würde ich sagen, beginnen wir. Nachdem, weil sie nur zu viert gestartet sind, weil einige keine Zeit hatten, bin ich auch einmal direkt in unser Lager dort unsere ganze. Ich habe eine Stunde Verspätung gehabt, weil wir uns ja noch was angeschaut haben. Und ja. Einmal eine Axt kaufen gegangen, mit der wir schneller und einfacher Holz fahren konnten. Denn dieses konnten wir wiederum verkaufen, um besser Goldmünzen zu bekommen. Okay, übertreibe aber komplett. Und nachdem ich eine Axt gekauft hatte, habe ich einmal rund um unser Lager okay, das ist krass. Abgeholzt. Und dann war es auch schon Zeit, langsam in den Nether zu gehen. Ey, übertreibt wieder mal komplett, ne? Mit dieser Ausrüstung, ey, was denke ich mich eigentlich dabei? In den Nether. Das wird lustig, das ist mal ganz ehrlich. So heiligen sind wir. Wie sieht's aus? Haben wir irgendwas in der Nähe? Ha. Aha. Ihr wisst es, ich war auch schon sehr oft. Ja. Aber warum ist denn nur so dieser Rand so komisch hier? Fast gestorben. Ah, da hat er seinen ersten Tod. Warum? Warum? Junge, da war ein Block. Okay, aber krass mit Melatonin so, da macht das. Jetzt bin ich tot. Übertreibt bis jetzt einfach. Okay. Ah, der ist schon da. Geil. Aber er macht wirklich krass. Und nachdem ich dann also einmal gestorben bin, habe ich ihn schnell zurückgeholt und dann ging es auch direkt weiter. Ich war dann direkt in der Festung, zu der wir am Anfang auch wollten und habe dort ein Skelett geklatscht, was auch direkt einen Kopf gedroppt hat, was mich sehr gewundert hat. Und dann natürlich noch ein paar Blazes und haben die Blaze Rods mitgenommen, um später ins End zu kommen. Nachdem wir dann mit dem Nether soweit erstmal fertig waren, konnten wir weiter in die Oberwelt gehen. Das war krass, was er macht. Dann direkt da bin ich! Freigeschaltet, der uns echt einige ganz nice Trades anbietet. Und da wären wir auch am Start des Videos. Denn Ragu ist etwas eskaliert. Er hat nämlich nicht nur nach dem Projektstart angefangen, das Dorf mitzubauen, sondern hat auch direkt eine richtig fette Goldfarm in den Nether gebaut. Da habe ich ein bisschen geupgradet mit den paar Zäunen. Level, aber auch Gold, denn dieses können wir auch wieder verkaufen. Nachdem Ragu dann mit fertig war, sind wir auf einmal in unserem Termin waren jetzt leer. Das heißt, wir konnten darin einfach mal Rüter spawnen. Und das haben wir auch gemacht. Und zwar gleich 2. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Du, oh, Sprinte. Wieso wird es auf einmal rot? Oh, ich habe eine vage Vermutung. Er haut ab. Er macht Urlaub. Digga, ich stand kurz direkt vor ihm. Er wechselt kurz in den Gottmond. Ist er gerade bei dir unten? Okay, sein Ding ist aber ganz anders. Bei mir ist das Problem. Mein Schnittprogramm ist ein bisschen kompliziert. Okay. Mein Schnittprogramm ist ein bisschen kompliziert, weil es verdammt laggt. Tja, ich verbrauche verdammt viele Ressourcen. Die Rüstung ist auch komplett immer noch heile. Und wir haben noch keine Chance, so hat er gerade annimmt. Er kann zu sterben, was ein Video. Er hat zum Strip meinen Flug. Er hat keine Chance, der kommt passiert. Ihre Arme. Die haben aber instant so 2 User besiegt, so, ne? Ja. Dieses wunderschöne Schaffwerk ist sehr gut zum Schluss. Er ergibt einen Bacon. Und wenn man rich ist, dann kann man das so machen. Ein paar Tage später. Warte, was für Stelle unten? Achso, was mit uns? So machen. Ein paar Tage später folgende Endscreenen sind von mir nachgesprochen worden, da mein Mikro nicht aufgenommen wurde. Oh, verdammt. Seid ihr alle bereit? Ja, sind wir. Dann geht es los. Und auf ins End.
Okay, echt? Oh. Ah, jetzt. Okay. Und rüber wollen. Bitte nicht drängeln, ne? Ja. Danke. Okay, let's go. Jetzt müssen wir nur noch da hoch. Ich gestreamt. Okay. Das Video von mir kommt auch, by the way, bald. Oder okay, ist so schon gekommen, ich weiß nicht. Leute, den kriegen wir. Warte, war das sogar Unterricht bei mir rum? Überlebst du? Wieso? Doch, okay, er kommt. Leute, let's go. Und wir haben's. Wir haben's End. Okay, er macht's wirklich. Das ist. Was macht ihr denn? Fackeln. Schnell abholen. Nein, es sind sehr viele gestorben, nur halt. Was macht ihr denn? Mann, ich möchte nur das Ei. Oh, gut. Ich hab eine Fackel, warte. Lytra suche. Und zack. Wir haben einfach das Ender-Ei, Leute. Das ist so nice. Ja, da geht's. Entschuldigung. Nachdem wir also den Ender Dragon getötet haben, da habe ich mich gerüstet, habe ich auch einen Job gemacht, Leute. Ich auf Lytra Suche gehen und da war ich tatsächlich der Erste, der eine bekommen hat. Ich bin 14.000 Blöcke getravelt. Und nachdem wir die hatten, sind wir wieder zurück in die Oberwelt, um dort an unserem großen. Aber ich glaube, ich werde da, glaube ich, noch. Was? Die haben da. Die haben eine Bohr gebaut? Okay, Leute. Er hatte Lust, wirklich viel zu farmen. Deshalb haben Ragu und Jomo Cat einfach mal eine komplette Deep Slate Tunnelbohrmaschine gebaut. Und denen ist ziemlich halt besser als meins, weil ich einfach. Ach, ich sehe nur hier. So, hier wären wir bei unserem Tunnelbohrer. Der ist jetzt tatsächlich noch ein ganz schönes Stück weiter geflogen, als ihr das in der Timelapse gesehen habt. Wenn wir mal kurz slash trigger door blau eingeben, können wir uns ganz einfach nach hier oben teleportieren. Dann will ich mal kurz etwas zeigen. Das ist der aktuelle Stand von unserem Dorf. Und zwar wollten wir die Häuser nicht einfach so stehen haben, sondern hat jedes Haus ein individuelles. Ist aber auch krass, aber das Problem ist halt, Leggy kann es auf jeden Fall sein, aber bei mir. Also, ich sag mal so, in Underground hatte ich verdammt viele Legs bei meiner Base. Zu gestalten, seht ihr, vielleicht haben wir. Also kam ich auf 20 FPS oder so. Und das soll quasi einfach so ein bisschen winterliches Feeling aufkommen lassen. Und wenn wir jetzt mal nach da gucken, sehen wir schon unser Schloss. Hier entsteht unser Schloss und das hier ist so der große. Gut, das ist aufgenommen, aber ich im Schulter. Und hier kommt das Video kommt auch noch oder kommt ja, euch das ist dann auch also mit der Folge Rise of Knights. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch die Einblendungen, die hier irgendwo kommen, gefallen haben und ob das immer so sein soll. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Das war's und ciao, Leute. Alle Teilnehmer sind, by the way, in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüss. Okay. Das ist verdammt krankes Video. Es geht wirklich so circa 10 Minuten mit Dingen. Was für ich? Ich bin da nicht verlinkt. Ey. Doch. Oh. Ich bin so dumm. Warte, schau mal. Es ladet. Fühlt sich Lucky, Stormy, Dark. Er macht nicht mehr mit, ne? Otto, Lego. Okay. Gefühlt sind wir beide mit der Custom-Ding. Aber da fehlt noch. Ding. Also ist nicht richtig, kommt jetzt aber nein.